Hat da jemand ein Rasenmäher umgebaut? Schönen guten Tag, YouTube. Eine weitere Folge Zuschauerix steht mal an. Auch wenn es in den letzten Folgen so ein bisschen Verwirrung gab, weil wir ein bisschen falsch durchnummeriert haben. Aber das kann ja mal passieren. Wir gehen direkt rein in die gute Stube, weil wir haben echt viele heute. Ich bin sehr gespannt. Das erste sieht auch schon mal aus wie ein Banger von Tim S. Ui, Tim hat sogar seine ganze Evolutionsstufe mit drinne. Tim hat einen 3D-Drucker. So viel steht schon mal fest. Ich finde das immer so geil, wenn die Leute so alte Monitore haben mit so fetten Rahmen. Oh, von Firefly. Warte mal, Firefly ist doch auch VEM gefahren, oder? Kann das sein? Ja, doch. Das müsste doch eigentlich die müssen doch Dings gefahren sein. VEM, ich erinnere mich. Okay, irgendwer hat da sich einen Rückspiegel gebastelt. Okay. Aber ey, Tim, mach mal Deckel drauf jetzt da. Wie sieht denn das aus? Mach doch mal Deckel da auf die Dinger. Mann! Warum? Also das habe ich noch nie so wirklich gerafft. Wieso so viele Menschen diese LED-Bars drin haben? Einfach nur so für dieses nächtliche Feeling? Wahrscheinlich, oder? Aber das sieht wirklich gut aus. Oh, das bin ich auch echt am Überlegen, ob ich das irgendwann mal mache. Mein Rig umdrehen. Aber ich würde das für den Stream echt nicht schön finden. Das wäre geiler zum Bauen. Viel geiler. Ui, das sieht richtig gut aus. Das ist wirklich tolle Arbeit. Das ist doch schon wieder Schwarzlicht hier, oder? Ja, das ist Schwarzlicht. Ist das irgendwie angenehmer für die Augen oder sowas? Aber das sieht richtig gut aus. Oh, sehe ich hier Deckel? Nee, da sind auch schon wieder keine Deckel drauf. Aber das ist, glaube ich, Marke Eigenbau hier, das ganze Ding. So wie das aussieht. Wait, what? Hier ist nur... Hier ist irgendwas... Da hat einer noch ein Stück langes Aluprofil gehabt, Junge. Ah, das wollte ich gerade sagen. Das steht auch im Chat, damit die beleuchtet sind, die Knöpfe, ne? Fancy. Köbelix. Was haben wir denn bei Köbelix? Ich lese mir ja mal extra nichts durch. Hier wird noch Stream geguckt nebenbei. Ha! Oh, das ist mit dem Schreibtisch, so wie es aussieht, wa? Ja, tatsächlich. Okay. Warte mal kurz. Ist das jetzt hier... Ist das ein Playseat irgendwie mit Aluprofilen? Ach krass, das ist so eine Mischung aus mehreren Sachen, so wie das aussieht. Oh, das ist ja fancy. Weil das ist hier so ein Trackracer-Fuß und hier sind Aluprofile dran. Also so halb zusammengebastelt irgendwie? Oder kriegt man das so als Ganzes? Das sieht echt cool aus und interessant. Das ist gar nicht mal so dumm, die Lösung. Oh, so haben wir alle mal angefangen. Also viele. Da hat sich schon ein bisschen was getan, die letzten paar Jahre. Was haben wir denn hier? Electro Alliance. Oh, den hatte ich auch mal. Das Ding hatte ich auch mal, ja. Aber hier mit Fenster und so richtig schön und... Oh, so richtig schnieke, ey. Oh. Sieht auch geil aus. Also gerade so mit der Fensterfront. Gardinen sogar. Wer hat heutzutage noch Gardinen? Aber man sieht's. Ah, Leute, haben wir Gardinen. Was haben wir denn hier? Ah, so eine Mischung. Okay, das ist ja richtig wild mit dem Sitz. Boah, die Boxen halt vor allen Dingen auch noch. Nice. Das ist auch eine coole Lösung. Kannst du wegrollen, klemmst einen Stuhl rein. Das ist richtig cool. Ah, guck, hier ist die Halterung dran. Das ist der Stuhl, dass man den einhängt. Obwohl, nee, das kann man hier scheinbar hochklappen. Ah, damit das wenig Platz wäre. Guck, da hat sich jemand einen Wheelstand alleine gebaut. Alter, 5 Head. Schön, das finde ich sehr gut. Das ist mein Racing-Seat, Freunde der Sonne. Sieht vielleicht unbequem aus, ist aber fantastisch. Also, Hessi, very good. Was haben wir denn hier? Ja, da kenne ich jetzt nicht viel, außer Logitech. Mit Fernseher an der Wand? Ist da irgendwie ein Stand dazwischen? Pio. Alright. Aber ist auch schön aufgeräumt. Mir gefällt die Tisch, die Holzmaserung. Wen haben wir denn hier? Platin Bullet. Okay, Platin Bullet hat wieder ein bisschen übertrieben. Aber nur ganz leicht. Okay, Platin Bullet hat sich auch alles dunkel gemacht. Platin Racing. Das sieht sehr, sehr aufgeräumt aus. Oh, sogar mit Gurte und allem drum und dran. Okay. Tastatur.
Boah, das ist alles so eng hier beieinander. Aber sieht aufgeräumt aus. Hier ist auch alles zugehängt, dass man ja nichts sieht. Da steht jemand auf Immersion. Aber das ist immer das Doofe hier, dass man an der Seite nicht weg kann. Oh, hier ist sogar mit Schaum alles dicht gemacht. Oh. Schon fancy. Oh. Okay. Da hat sich jemand eine Konsole. Aber dann könnte man ja hier oben. Oh, das ist bestimmt noch zugemacht, aber vielleicht jetzt für die Fotos offen. Das bin ich auch am Überlegen, das zu tun. Das einfach dicht zu machen irgendwann. Dass man da nicht mehr reingucken kann. Das ist wirklich schick. Guck dir das mal an. Schön alles dicht gemacht, dass man nichts sehen kann. Das ist schon schön. Also das ist wirklich schöne Arbeit. Das gefällt mir. Platin? Schöner Apparat. Ja, Alex schickt uns erstmal irgendwie einen Imgur-Link. Nope, abgelehnt. Ich klicke da nicht drauf. Ah, danke Alex. Guter Mann. Alex hat auch einfach alles aufgeschrieben. Und wer ignoriert das wieder? Richtig. Ich. Was haben wir denn hier? Oh Mann, das ist auf jeden Fall ein sehr großes Wohnzimmer, in dem nichts drin ist außer ein Rig. Man muss Prioritäten setzen. Hier ist auf jeden Fall eine Menge los. Hier sind noch Lightbars oben dran. Oh, das wird gleich sehr interessant. Alter Verwalter, was ist das für eine Schaftverlängerung? Da würde ich mir in die Hose kacken. Auf jeden Fall komplette Sim-Magic-Ausstattung. Jetzt mach doch mal die Lichter an, verdammte Scheiße. Ich will sehen, wie das aussieht. Aber ist alles sehr schön aufgeräumt und ordentlich. Steht auch wieder mit dem Rücken zur Wand. Oh, was ist denn hier los? Hier geht noch irgendwas raus. Oh, hier sogar mit Windsimulator. Meine Herren. Hier ist auch ein Knüppel noch dran. Okay. Oh, da hat aber jemand wirklich ein bisschen was investiert. Da hat auf jeden Fall mal jemand ein bisschen was investiert. Und die Handbremse, da würde ich immer gegen Monitor kloppen, bin ich ehrlich. Aber trotzdem alles schön aufgeräumt und ordentlich. Wenn es nur mal so wenig Zeug wäre, um nur so wenig Steckdosen zu haben. Boah, das sieht wirklich gut aus. Oh, hat hier die Konstruktion einfach anders wild. Aber er hat nichts angemacht, leider. Schade, Alex, das hätte ich noch gerne gesehen. Aber wirklich schönes Rig. Aber man sieht auf diesem Bild die Prioritäten. Also Wohnzimmer sieht wirklich sehr leer aus. Big Ron hat ein Video gemacht. Nope. Sorry, Ron. Da müssen wir ohne Ton gucken. Achso, siehst du, wir können ohne Ton gucken. Oh, ist auch mit Stuhl anhängen. Da steht der Rechner offen. Hat jemand Bassshaker dran, ne? Auf jeden Fall. Hat da jetzt jemand seinen Racing Chair einfach eingehängt oder? Nee, der hat einfach einen ganz normalen Sitz auseinandergenommen und hat den da drauf gebaut. Lol. Richtiger Fünfett. Das ist ja richtig cool. Das ist ja richtig clever. Cool. Du, ich meine, wenn man den irgendwo günstig ziehen kann. Das ist ja geil. Ron, schöne Arbeit. Das ist Raoul. Das verstehe ich nicht. Okay. Man erkennt auf jeden Fall eine Tendenz. Raoul fährt auf jeden Fall gerne Fahrrad. So viel steht schon mal fest. Aber hier ist ja so viel los in dem Raum. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Das ist ja richtig krass. Hier ist ja übel viel los. Das gute alte Lenkrad. Oh, so viel modifiziert und schick gemacht und... Das ist aber am Tisch dran, ne? Ja. Das läuft wohl alles über den Rechner, nehme ich an hier, also den Laptop. Nice. Das ist interessant. Also für mich persönlich wäre die Ecke auf jeden Fall ein bisschen eng. Ah, das Fahrrad hat sogar noch eine Geschichte.
Das Bahnrad, was zu sehen ist, ist ein Zylinder Custom Bike, neuer Point. Das war damals. Alter, ist okay, Moment, jetzt Steve. Oh no. Okay, alright, jetzt wird's einfach wieder super wild. Okay, jetzt wird's wieder anders wild. Ich sag's, wie es ist, ne? Steve ist auf jeden Fall glücklich verheiratet. Steve ist einfach glücklich verheiratet. Steve ist einfach glücklich verheiratet. Wir wissen es alle. Hab zuerst mal das McLaren abgeklebt. Was sind das für Pedale? Zum Fliegen wahrscheinlich, wa? Steve, okay, ja, er fliegt auch noch. Okay, das sind die Anbauteile, alles klar. Zum Fliegen. Und die hängen dann oben mit drin. Alles klar. Steve ist einfach, ich sag's wie es ist, super glücklich verheiratet. Ist so. Ich hoffe, Steve wird noch in die Kommentare schreiben, dass er sehr, sehr glücklich verheiratet ist und seine Frau über alles liebt. Steve nach der Trennung. Entschuldigung, Steve, der Witz auf deine Kosten. Steve nach der Trennung. Man sieht's. Er ist aber auch schon ein bisschen... Ach so, nee, warte mal. Oder doch? Und dann kam der Schrank hier hin? Weil oben ist doch Schrägwand gewesen, oder? Weil das eine Ding, wenn man hier guckt, geht das doch so schräg runter. Oder das war erstmal ein Testbau. Ey, Steve, einfach wild. Ich hoffe, dass sich viele Leute das abgucken können. Das ist nicht mein Ernst, Alter. Error404 postet seit Rick. Okay. Hier kann ich auf jeden Fall sehr... sehr, sehr kritisch sein. Aber ey, bei Andreas hat man irgendwie immer das Gefühl, der ist im Blumenladen. Schöne Pedale übrigens. Oh, die hast du immer noch, Andi? Hast du die E-Plap wieder abgebaut? Andi, wie wir beide dasselbe Ding gedruckt haben. Aber die Buttonbox ist schon geil. Die hat Andi komplett selber gebaut. Die ist schon wirklich stark geworden, muss man sagen. Aber hast du wirklich die E-Plap abgebaut? Alle haben diese Bilder an der Wand, ne? Nur ich nicht. Ich habe die noch nie ausgedruckt. Oh, sogar Andi hier mit Kamera ordentlich angebaut und so. Mann. Man könnte meinen, Andi macht was mit Technik, Junge. Ah, die muss nochmal gezeigt werden. Das ist schon ein Banger. Oh, der Knopf leuchtet? Hast du es jetzt doch hingekriegt, ja? Schön. Aber der leuchtet nicht. Aber ist schon eine wirklich sehr, sehr geile, sehr, sehr geile Box. Das ist schon eine wirklich sehr geile Bandbox. Ein sehr schönes Setup. Ich erinnere mich noch an Andreas damals, als er mich besuchte und da drinnen saß und Monster geballert ist. Mit 2 Minuten und dann seine erste 1,59 gefahren ist. Aber ich will nur mal ausprobieren. Beim zweiten Mal kam dann irgendwann so, oh ja, was, wie viel Geld müsste ich denn ausgeben? Naja, der Rest ist Geschichte. Also ich glaube, Andreas hat schneller geupgradet als jeder Mensch, den ich jemals gekannt habe in meinem Leben. Andreas hat nämlich nicht upgradet, Andreas hat gleich alles, also wirklich alles gekauft. Alles. Auf einmal. VHS Wheelbase, das sind meine alten Häuschenweltpedale, komplett das... Zwischendurch immer Ultrawide, war scheiße, Triple Screen, Instant gekauft. Der Boy hat gleich alles gekauft. Alles. Der hat, glaube ich, noch nicht einmal was ausgewechselt. Was haben wir denn hier? Kylo. Boah, Kylo hier, richtig schönes Kabel. Fällt mir natürlich gleich auf. Kylo ist, Student, oh, wow. Kinderzimmer? Können wir das rausfinden? Ist im Schlafzimmer auf jeden Fall drin. Da fährt jemand LMU. Aber es ist ein schönes, überschaubares Rig. Nee, Kylo ist Student. Und das sagt der Rucksack mir. Kylo ist Student. Student, Auszubildender, irgendwas in der 20. Weil, ich sag mal so, wenn du nicht unbedingt in Berlin wohnst, hast du nicht so eine Rucksäcke. In dem höheren Alter. Kuss geht raus. Kylo, schönes Rig. Das sieht wirklich sehr toll aus. Und schönes, aufgeräumtes Zimmer.
Bingsoy. Ist richtig Bingsoy, richtiger Bingsoy. Oh. Oh, das ist auch zum Abbauen und zum Einhängen. Schön. Schon wieder so eine richtig schöne, sexy Tastatur. Oh, das ist aber wild mit dem Stand. Und dann ist das die Mini wahrscheinlich. Nee, ist sogar die Alpha. Okay. Was haben wir denn hier? Fat Max. Oh. Nee, Fat Max. Hat da jemand einen Rasenmäher umgebaut? Maga, wie geil ist das denn bitte? Aus dem Rasenmäher? Okay, das haut mich ja richtig aus den Latschen. Wie geil ist das denn? Ha! Einfach ein Rasenmäher auseinandergenommen und dann das Ding geknattert. Schön. Also, ich glaube, dass das ein Rasenmäher war oder das war. Also, nehme ich jetzt mal an. Geil. So, das wird jetzt hier das letzte und dann machen wir die nächste Folge. Das ist echt ein stabiles Rig. Stabiles Rig? Oh, hier wird mit VR gefahren am Schreibtisch. Keine Befestigung, nix. Einfach nur blank am Schreibtisch. Tatsächlich. Geil. So haben wir alle angefangen. Gucken und schön hinten an die Wand ran. Simpel, aber schön. Das ist ja geil. Fantastisch. YouTube, wir sehen uns in der nächsten Folge oder beim nächsten Video. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag. Dankeschön, dass du eingeschaltet hast. Wir lesen uns in den Kommentaren oder im Stream. Bis dann. Tschüss.